Ja, hallo, schönen guten Tag, liebes Spreekick-Team, liebe Spreekick-Zuschauer. Mein Name ist Tom Hagel und ich darf euch heute meine Wunschelf vorstellen. Schweres Erbe nach Björn Brunnemann, doch ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ein paar gute Jungs aus Berlin und Brandenburg sind dabei, die man auch namentlich schon mal gehört hat. Im Tor, oder zunächst mein System, 4-4-2. Im Tor steht bei mir Danny Kempter, Torwart von Lichtenberg 47. Neben seinen überragenden Torwartfähigkeiten hat er mich immer mit seinen fußballerischen Fähigkeiten fasziniert. Hat er mehrmals in Trainingsspielen gezeigt, was er auch als Fußballer, als Feldspieler am Ball kann. Und daher meine Nummer 1. Auf der rechten Verteidigerposition ist Steve Georgis, Kapitän vom FC Strausberg. Selber ein guter Freund von mir, nach wie vor. Fußballerisch sehr laufstark, fußballerisch bringt er alles mit. Überzeugt durch seinen Siegeswillen, seinen unbändigen Siegeswillen. Und leider hat er sich gerade wieder frisch das Kreuzband gerissen. Das tut mir natürlich persönlich sehr leid. Möchte daraufhin auch nochmal beste Genesung wünschen. Und du kommst schon zurück, Stevie, das hast du schon mal bewiesen. Und alles Gute. In Verteidigerposition ist bei mir Uwe Lehmann. Ehemaliger Kapitän von Lichtenberg 47, ein Paradebeispiel eines Leaders für eine Mannschaft, habe ich bis dato noch nie so gesehen, wie ein Spieler sozusagen eine Mannschaft führen kann, Sprachrohr auch gegenüber sämtlichen Vereinsverantwortlichen. Und mittlerweile Trainer von Lichtenberg 47 noch frisch gebackener Vater. Möchte Ihnen da auch für die Zukunft im privaten als auch im sportlichen Sinne alles Gute wünschen. Links neben ihm ist Christian Beder, Kapitän von Fortuna Biesdorf. Fällt bei Biesdorf eher durch seine ruhige Art, durch seinen sachlichen Aussagen auf, ist ein sehr ruhiger Spieler, solide in der Verteidigung, spielt auch ab und zu auf der 6 und hat es verdient, in meine Wunschelf zu kommen. Linke Verteidigerposition, bisschen schwierig gewesen. Ich habe mich für Marcel Stübing von Fortuna Biesdorf entschieden, bald wahrscheinlich bei RB Salzburg, weil aufgrund seines Studiums er nach Salzburg geht. Neben seinen sehr guten fußballischen Fähigkeiten fällt er auch durch seine Frisur auf dem Feld auf. Von daher linke Verteidigerposition Marcel Stübing. Defensive Mittelfeld spielt bei mir Kadir Erdil. Spieler von Lichtenberg 47, ich denke auch gesamt Berlin und Brandenburg sehr bekannt. Herausragend in der Ballführung, in der Ballkontrolle. Sowie als Staubsauger durch seine Laufbereitschaft, durch sein Laufvermögen. Für mich auch nicht zu Unrecht der Nachfolger von Uwe Lehmann als Kapitän bei Lichtenberg 47. Neben ihm spielt ein noch junger Mann, Tim Bolte, macht die Spielmacherposition beim FC Strausberg. Der Junge hat es immer verstanden oder am besten verstanden, mir seine Freistöße und Eckbälle am besten auf den Kopf zu servieren, damit ich nur noch Danke sagen musste. Von daher hat er die Spielmacherposition in meiner Aufstellung verdient. Im rechten Mittelfeld spielt Willi Behlitz. Hier in den ersten Spielen hier in Biesdorf insbesondere durch seinen Siegeswillen, seinen ständigen, unbändigen Siegeswillen und durch seine Torgefährlichkeit aufgefallen. Auch neben dem Platz ein sehr sympathischer Zeitgenosse, von daher rechte Mittelfeld an Willi Behlitz. Im linken Mittelfeld spielt bei mir Alexander Ramich, ebenfalls FC Strausberg. Den Jungen kenne ich schon seit der Jugendabteilung. Hat auch in seiner Männerlaufbahn jetzt schon einige namhafte Vereine durchlaufen, wie Hansa Rostock als auch BFC, und ist jetzt zurückgekehrt wieder zum FC Strausberg, ist jetzt dort eine der Führungsfunktionen im Team, derzeit glaube ich sogar Führender der Torjägerliste in der Oberliga.
sehr variabel einsetzbar. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch im Sturm oder auch in der Verteidigung aufstellen können. Ich glaube, in der Zeit, mit dem ich ihm zusammengespielt habe, hat er, glaube ich, jede Position außer den Torwart bekleidet. Von daher linke das Mittelfeld, Alexander Ramich. Ja, im Sturm spielt meine Wenigkeit Tom Hagel und Ringo Kretschmer. Ja, Ringo war mein bisher bester Sturmpartner sozusagen, von dem habe ich sehr viel profitiert. Ein überragender Fußballer in meinen Augen, kopfballstark, ja, technisch bringt er alles mit. Nur der Torriecher fehlt ihm manchmal, nicht böse gemeint, Ringo, aber dafür war ich verantwortlich. Und von daher haben wir uns sehr gut ergänzt. Deshalb ist Ringo sozusagen neben mir in meiner Wunschelf. Ja, vielen Dank, dass ich euch meine Wunschelf vorstellen konnte. Wünsche euch noch viel Spaß in den weiteren Formaten und ja, gutes Gelingen.